Markus, Glückwunsch zum Sieg. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, wir sind zunächst einmal froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Ich denke, dass wir eine ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Wir sind auch verdient in Führung gegangen. Wir hatten sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns so unheimlich schwer getan. Von allem nach dem Platzverweis. Normalerweise hast du einen Spieler mehr. Da musst du den Ball viel, viel länger laufen lassen. Das haben wir nicht geschafft. Wir wollen dann immer die Entscheidung haben. Wir wollten dann ein Hurra-Fußball spielen. Und ja, zum Schluss haben wir richtig Glück gehabt. TSG Balingen hat normalerweise ein Tor verdient gehabt. Also in der ersten Halbzeit bis in den Beginn der zweiten Halbzeit habe ich Sie deutlich überlegen gesehen und dann nach dem Platzverweis ist irgendwie ja, alles durcheinander geraten. Wie kommt das? Ja, durcheinander nicht, aber ich denke, dass wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel gehabt haben. Wir haben den Ball nicht mehr laufen lassen und wir haben uns unheimlich schwer auf dem Platz gefunden. Und wir haben auch nicht mehr geschafft, konnte Situationen uns zu erarbeiten. Es war vielleicht 2 Stück, aber mehr nicht. Und zu 10 muss da mehr rauskommen. Und wir müssen viel besser die Kontersituationen zu Ende spielen. Womit kann man heute zufrieden sein und woran muss man auf jeden Fall arbeiten? Ja, wir müssen zufrieden sein mit 3 Punkten und wir müssen in Zukunft viel, viel besser spielen. Und wir dürfen auf gar keinen Fall in solche Schwierigkeiten in Zukunft kommen. Sie haben in der PK vorhin den ersten Platz als klares Ziel ausgegeben. Etwas wagemutig. Ich höre sowas selten von Spielern oder Trainern, dass sie nach 3 Spieltagen, die recht erfolgreich verlaufen sind, so eine Ansage machen. Ja, es war nur Spaß. Natürlich wollen wir oben mitspielen, aber ob das jetzt der nächste Platz reicht, kann man nicht wissen. Nach 3 Spieltagen ist es einfach zu früh, irgendwelche Erklärungen da abzugeben, ob du jetzt am Ende der Saison Erster bist oder Fünfter. Angesichts des sehr erfolgreichen Saisonstarts in die Liga, was hat man sich vorgenommen und redet man über den Aufstieg zumindest in der Mannschaft und denkt man darüber nach? Nein, wir reden auf gar keinen Fall über den Aufstieg wie gesagt, jetzt ist es einfach zu früh, über irgendwas zu reden. Wir wollen einfach gute Spiele zeigen und wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen. Am Ende werden wir sehen, wo wir dann stehen. Der nächste Gegner ist in dieser englischen Woche am kommenden Samstag der SV Spielberg. Wie schätzen Sie den Gegner ein und wie wollen Sie das möglichst erfolgreich gestalten, das Spiel? Ja, es ist ein Regionalliga-Absteiger. Sie haben auch gezeigt, dass Sie letztes Jahr in der Regionalliga bestehen können. Sie haben auch unheimlich viele Punkte geholt. Keiner hat gedacht, dass sie so viele Punkte dann holen. Es wird keine einfache Aufgabe für uns sein, aber wir werden alles daran setzen, in Spielberg zu gewinnen.